Ja, vielen Dank. Heute möchte ich Ihnen etwas darüber erzählen, wie wir für diese gespeicherten Ionenuhren die Zelle für das Ion wirklich bauen. Dafür vielleicht erstmal eine kurze Historie, wenn man es so nennen möchte. Was können wir eigentlich fangen, so als Menschen? Nun, wir können Mäuse fangen. In einer schönen lebenden Mausfalle, mit der wir die Maus dann wieder in den Wald aussetzen können, wo es ihr dann hoffentlich besser geht als bei uns in der Garage. Können auch deutlich unangenehmere Zeitgenossen fangen, wie Moskitos, in dieser altertümlichen Moskitofalle mit etwas Arsen unten drin, damit sie ja nicht wieder rauskommen. Aber ja, mir als Physiker ist das alles ein bisschen zu groß. Ich will wissen, kann ich einzelne Atome fangen? Das kleinste Teilchen, was ich mir irgendwie so vorstellen kann, das ich schon nicht mal wirklich sehen kann. Und naja, warum will ich das machen? Erstmal, weil ich Physiker bin, weil ich das will. Und da fange ich mal an zu überlegen, was muss ich denn machen, wenn ich was fangen will? Ich muss eine Kraft ausüben. Bei der Maus ist es die Kraft der Gitterstäbe der Maus, damit sie nicht rauskommen kann. Einzelne Atome, ja, es ist jetzt ein bisschen schwierig, eine Kraft auszuüben. Wenn ich so durch die Luft wedle, da sind ganz, ganz viele Atome, ich mache dann mit den Einzelnen jetzt nicht so viel. Ich kann aber, wenn ich sie auflade, eine deutlich leichtere Kraft ausüben, wie man hier schön sieht. Im Pheno gibt es auch so eine Maschine, dass man dann Ladung auf seine Haare bringt und diese dann auch mal ganz viele Kräfte untereinander ausüben. Das heißt, mein Weg ist klar, ich muss das Atom irgendwie aufladen, muss ein Ion draus machen. Aber wie mache ich das? Nun, schauen wir uns das mal an. Ein Atom ist elektrisch ungeladen. Ich habe zwei Ladungen im Kern, zwei Ladungen in der Hülle, zwei Elektronen. 2 plus plus 2 minus ist gleich 0. Ungeladen, ist blöd. Wenn ich jetzt aber ein Elektron rauskicke mit meinem Schuh, der wirklich kein Laser ist, das dann wegfliegt und auch nicht wiederkommt, dann habe ich auf einmal zwei positive und eine negative Ladung. Ich habe also insgesamt eine positive Ladung und ich habe mein Atom aufgeladen. Und jetzt kann ich die ganzen schönen elektrischen Kräfte nutzen, um dieses Ion, dieses geladene Atom zu fangen. Und was ist das Erste, was ich machen kann? Naja, wenn ich eine Maus zurückdenke, ich habe meine Maus, ich mache den Widerstab oben und unten hin. Was macht die Maus dann? Naja, sie läuft zur Seite raus. Genau das Gleiche tun die Atome auch. Ich habe oben meine beiden, unten meine positive Ladung. Und sie fliegen jetzt zur Seite einfach raus, weil da keine positive Ladung ist. Baue ich da dann positive Ladungen hin, können sie dann nicht mehr rausfliegen, aber sie können jetzt auf den anderen Diagonalen wieder herausfliegen. Und jetzt kann ich ein bisschen spielen, machen und so weiter und ich komme jetzt nicht darauf, das ist unmöglich. Das ärgert mich, denn jetzt kann ich nicht meine Atome, meine Ionen fangen. Aber wenn man genau hinschaut, ist es nur unmöglich, dass ich statische Ladungen nutze, nicht zeitlich veränderliche. Und das bringt mich auf eine Idee. Ich nehme nicht die Ladung, sondern ich nehme die Steckdose, die ich in der Wand habe. Dort kriege ich 230 Volt Wechselspannung raus. Das heißt, ich habe ein zeitlich veränderliches Feld auf einmal. Das heißt, in dem einen Zyklus, wird das, wenn ich sozusagen zwei Platten habe, die ja meine Grenzen meiner Falle sind, wird die eine Seite positiv, die andere negativ geladen, das Ion bewegt sich nach unten. Andersrum bewegt es sich nach oben, weil es ja genau die Ladungen umgedreht sind. Wenn ich mir das Ganze dann zeitlich anschaue, sieht es ungefähr so aus. Mein Ion oszilliert jetzt die ganze Zeit schön hin und her, entlang dieser Achse, und kommt dann nicht raus. Was muss ich also jetzt machen, wenn ich nicht will, dass es auch seitlich rausfliegt? Naja, ich nehme mir einen zweiten solchen Kondensator und jetzt macht es eine schöne Kreisbewegung, die es immer wieder wiederholt. Das heißt, jetzt habe ich in dieser Ebene, dadurch, dass ich zwei Wechselspannungen nutze, auf einmal mein Ion gefangen. Und in der dritten Dimension kann ich dann das Gleiche machen. Jetzt nehmen wir im Experiment, aber nicht 230 Volt und 50 Hertz, wie wir es aus der Steckdose bekommen, sondern 1 Kilovolt und 20 Megahertz. Dadurch bewegt sich das Ion dann viel, viel weniger im Zentrum der Falle. Es ist also wirklich ein sehr, sehr kleines Volumen gefangen. Zum Vergleich, das ist der Defibrillator, wenn ich ihn mit einem Radio betreiben würde. Insbesondere die Kurzwelle. Ich meine, das, was man so im Auto so ganz oft nutzt, aber es kann man es immer noch benutzen. Und in Wirklichkeit sieht das Ganze dann auch eher so aus, dass ich hier so ein paar Stäbe habe und diesen Ring. Und dieser Ring ist jetzt tatsächlich meine vier Kondensatorplatten in gewisser Weise, die das Ion genau in der Mitte da drin halten. Und zum größten Vergleich habe ich hier mal so eine 1-Euro-Münze hingebracht. Das Ganze ist also makroskopisch, aber relativ klein. Wenn ich dann aber noch wissen will, na, habe ich das jetzt wirklich geschafft? Dann brauche ich noch ein bisschen was anderes. Dann brauche ich noch einen weiteren Laser, den ich jetzt auf das Ion drauf schicke. Dadurch fängt es an zu leuchten, weil es mit diesem Laser wechselwirkt, wie wir auch schon bei Michael von gehört haben. Und dieses Leuchten kann ich mit der Kamera aufnehmen und das sieht dann so aus.
Was Sie hier also sehen, ist, dass sich ein einzelnes gefangenes Teilchen, das jetzt gleich noch die Position wechseln wird, das ich sehen kann. Und ich kann es tatsächlich unterscheiden von anderen einzelnen gefangenen Teilchen. Und naja, damit habe ich jetzt als Physiker meine Aufgabe geschafft. Ich habe ein einzelnes Teilchen gefangen und ich kann damit was machen. Und was mache ich jetzt wirklich damit? Ich baue eine optische Uhr. Eine optische Uhr, die mit höheren Frequenzen arbeitet als die Cäsium-Uhren, die wir bisher nutzen, um die Zeit noch genauer zu messen und auch sozusagen zwei Ionen zu verwenden und das Ganze etwas komplizierter zu machen. Um die Frage am Anfang also zu beantworten, was kann man alles fangen? Mäuse, Moskitos und einzelne Ionen. Vielen Dank.